Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Coffee Blog. Hast du heute noch einen Termin, ne? Doch, doch. Ich habe schon noch einen Ladentermin, aber. Ja, also wenn Sie heute, das ist der, wie viel der Oktober 20. haben? 20. September auf Sandra Lechleiter warten und es dauert noch ein bisschen, dann liegt das an mir. Hans, hallo zu Hause, ihr seht mich heute Abend wieder. Hallo, liebes Konishi-Team, schon seit. Hallo Frau Lechleiter. Seit einiger Zeit bin ich begeisterter Zuschauer Ihrer Blogs und habe nun bei euch einmal eine Frage an Sie. In meinem Teig schwimmt ein Chisseur etwas älteren Semesters. Vor einiger Zeit hat er auf seiner Haut auf der roten Zeichnung dunkelrot abgesetzte Vertiefung bekommen. Diese Vertiefungen sind dann nach einiger Zeit verschwunden. Die Haut an der Stelle ist nun wieder in Ordnung, doch das Rot ist sehr dünn. Die Stellen sehen aus wie Schürfwunden. Kennen Sie dieses Phänomen? Beziehungsweise was könnte die Ursache dafür sein? Dem Fisch geht es ansonsten prächtig. Mit freundlichen Grüßen, Hans. Hast du das schon mal gehört? Eine Vertiefung? Ich denke, das sind wahrscheinlich schon so kleine Lokale wie ein Pickel. Ist ja erstmal eine Aufwölbung und dann gibt es diese Blutläppchen, wo du immer sagst. Ja. Also die gehen nicht mehr so schnell weg, sondern ich denke, das sind so lokale kleine bakterielle Infektionen, die dann halt mit einer kleinen Narbe ausheilen. Okay. Ohne Bild und so ist es jetzt natürlich schwierig zu beurteilen, zu bewerten. Doch das Rot an der Stelle ist sehr dünn, das kennt man. Auch wenn ein Koi zum Beispiel eine Verletzung hatte, wenn der sich richtig geschrappt hat, dann hat sich das Rot weggeschoben. In den meisten Fällen kommt es wieder, also bei allen Varietäten. Und es kommt dann zurück, ja, dann ist es erstmal heller. Aber wenn der Fisch da jetzt keinen nachhaltigen Schaden genommen hat und die Verletzung nicht allzu tief war, dann dauert es einfach eine Weile, dann ist das Rot auch wieder da. Oder es entsteht eine winzig kleine Narbe, wie eine Hautnarbe, die eben ganz lokal ist und dann bleibt es halt ein bisschen heller. Wie kann es eigentlich sein, was ich schon immer beobachtet habe, wenn die Koi sich am Kopf ein Stück raushacken, weil sie in den Filter springen oder einen Stein oder sonst irgendwas. Rohr, der Klassiker. Wie kann das sein? Normalerweise sagt doch die Narbenlehre, dass jede Verletzung eine Narbe hinterlässt. Bei der Fischkopfhaut passiert das ja irgendwie nicht, gell? Nee, aber es sind ja auch Schleimhäute. Also Schleimhäute sind ja für Narben auch nicht so empfänglich wie unsere äußere Haut. Die Kopfhaut ist eine Schleimhaut. Ja, der ganze Überzug vom Fisch ist eine Schleimhaut. Aber die verschiedenen Stellen reagieren eben unterschiedlich. Ne? Aber die Regeneration aber, hier am Kopf ist toll, aber du kennst auch Fische, wo dann so eine Delle bleibt am Kopf. Ja. Je nachdem, die Dellen sind genetisch. Ja, die kommen ja dann irgendwann auch. Aber wenn jetzt ein Fisch tatsächlich gegen das Rohr springt und bis zum Knochen runter den. Es gibt normal keine Delle, kenne ich nicht. Doch, kennt man auch hier an der Backe. An der Backe, ja, aber am Kopf kenne ich es. Ja, vielleicht, naja, kommt darauf an. Aber kennst du die Dellen in den Köpfen? Die kennst du ja von alten Fischen. Ja, natürlich, freilich. Das ist genetisch, das ist immer blutlinienabhängig. Ja, das ist auch. Ist ja erst bei unserem Kutschaku. Wir haben eine Kutschaku-Blutlinie, die immer diesen Einschuss hat am Kopf. Ja. Hast du mal noch nie aufgefallen? Doch, die Einschüsse, die fallen mir ständig auf, weil ich gucke da ja hin. Wow. Wow. Und die haben eben auch ihre eigene Pathologie. Manchmal füllen sie sich mit Eiter, manchmal. Zurück zur Histologie. Ist doch Histologie, Gewebe und so, gell? Genau. So. Du sagst, also ich habe einen Schädelknochen. Und dann ist da Haut drauf. Also genau. Haut drauf. Und dann ist eine Schleimhaut drauf. Aber das darunterliegende zwischen Schädel und das, was wir als Schleim bezeichnen, das ist auch eine Schleimhaut. Das ist Bindegewebe. Drum. Weil du aber das Bindegewebe am Kopf. Also diese tiefere Schicht, die ist halt irgendwo regenerationsfähiger als jetzt an der Seite zum Beispiel. Ich habe jetzt gerade gedacht, dass das auch Schleimhaut ist. Du sagst, nee, da habe ich nicht. So, dass die Schleimhaut keine Narbe macht, ist klar. Aber auch dieses Bindegewebe finde ich verrückt, dass das eigentlich in der Regel keine Narben macht. Das wächst von außen wieder zusammen. Aber komischerweise, wenn man jetzt eine dicke Narbe bis zur Muskulatur hat, an der Seite zum Beispiel, dann gibt es ja diese heftigen Narben. Genau. Aber hier ist eben auch kein Muskel, ne? Sondern die haben ja da am Kopf hängen die Narben, nicht so wie ich. Dann hängen die Narben indirekt wieder mit dem Muskel zusammen, weil der Muskeltonus nicht mehr stimmt und beim Zusammenwachsen und dann. Genau, da kommt einfach das Bindegewebe nicht mehr richtig drüber, beziehungsweise es gibt eine Delle, wenn der Muskel da halt beschädigt ist.
So, heute kriege ich eine richtige Lehrstunde hier, finde ich geil. Das ist ja spannend. Lernt man sowas im Studium? Nee, das kann man sich zusammenreimen, wenn man weiß, wie die Histologie ist. Wie es funktioniert. Was? Ja, bei den Schuppen weiß man es ja auch. Wenn mal die Schuppentasche einmal weg war, dann weiß nachher der Fisch nicht mehr, wie hat es vorher ausgesehen, dann macht das irgendwie anders. Worauf man sich überhaupt keinen Reim machen kann, ist, wie der Fisch das mit seinen Farben macht. Warum? Wieso? Es gibt Einflüsse, die kennen wir, haben wir ja schon öfter auch drüber gesprochen. Aber warum dieser blöde Fisch im Sommer dann plötzlich sein Brot wegschmeißt, das wissen wir beide nicht. Und das würde mich unheimlich interessieren, warum der das macht. Ich habe mal von Horst haben wir mal eine Vorlesung gehabt, wo uns erklärt hat, die einzelnen Hautschichten und wo die Farbstellen liegen. Und wenn man sich das mal anguckt, und das war wirklich super, super, super spannend. Auch mit, da gibt es Schichten, die haben nur eine Lage rot. Und dann gibt es wieder welche, also nur eine Zelldicke. Ja. Ja, und dann gibt es auch andere Stellen, wo mehr ist. Und dann ist es im Prinzip die Frage, liegt die Farbe nur oben oder geht es auch unter die Schuppe runter? Also es war mega spannend, natürlich auch nicht erklärt, wie es jetzt und warum und wieso der eine Fisch die Farbe abwirft und der andere nicht. Aber das hat mir schon einiges erklärt, jetzt zum Beispiel beim Sumi, wenn ein Schwarz von unten nach oben kommt. Wo kommt es von unten eigentlich? Das ist im Prinzip, wenn das die Schuppe ist und da die Haut drumherum geht, dass hier ja, wo die Schuppe drauf liegt, auch Haut ist. Und wenn da die Farbzellen sich zu Beginn zu bilden, dann scheinen die erstmal durch die Schuppe durch und kommen dann nachher komplett durch. Wobei ein anderes Schwarz, das liegt nur oben drauf und das fährt sich da unten nicht. Und das obere, Achtung, das ist jetzt spannend, das obere, das nennt der Japaner Bakesumi. Mhm. Und Bakeru kommt von verwandeln. Das ist wie Kumonryu. Mhm. Ja? Der Kumonryu kommt ja vom Matsukawa Bake. Mhm. Ja? Und da ist auch wieder dieses Bakesumi. Jetzt musst du dir vorstellen, das Bakesumi liegt nur oben drauf. Ja. Und das kann sich ganz schnell verändern. Das kommt heute, das geht morgen, kommt, geht. Und das eigentliche Sumi, ja, das liegt auch unten und oben und drum ist es nicht so veränderlich. Mhm. Also, man weiß da natürlich physiologisch schon ein bisschen was. Natürlich das, was Sandra gerade sagt, mit den Einflüssen, was muss ich tun, dass es rot geht. Auch was passiert im Finishing der Koi, wenn die Farben jetzt wirklich ins Finishing gehen. Das weiß kein Schwein. Ein paar spannend. Geheimnisse müssen sein, oder? Genau. Sonst haben unsere Nachfolger nichts zu forschen. Das stimmt. Aber ganz ehrlich, ich finde es spannend, ich finde es cool, wenn man dann irgendwann mal irgendwoher erfährt, wie es ist. Aber in die Richtung habe ich nicht so den Forscher zu sagen. Also ich würde jetzt nichts tun, um das Finden dieses Wissens zu beschleunigen. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Ja. Ich finde es spannend, wie es ist und finde es überraschend, wie es ist. Und das Langweiligste wäre ja, wenn irgendwann mal Koi geklont werden können in 50 Jahren. Wollen wir ja alle nicht. Wollen wir alle nicht. Stinkt langweilig. Genau. Also, Hans, Sandra, Hans, bis zum nächsten Mal. Ciao.